Herzlich willkommen zu der Tag hier auf Ländl TV. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sind hier im Bregenzer Wald, genauer gesagt in Lingenau. Seit 2 Wochen hat die Gemeinde einen neuen Bürgermeister, den 37-jährigen Philipp Fasser. Und wir haben ihn mal besucht. Die Gemeinde Lingenau im Bregenzer Wald. Mit knapp 1600 Einwohnern überschaubar. Jedoch mit 17% Zuwachs die am stärksten wachsende Gemeinde im Ländle, wenn man die vergangenen 10 Jahre betrachtet. Wir werden herumgeführt vom neuen Bürgermeister Philipp Fasser. Seit 2 Wochen ist der 37-Jährige im Amt. Die Gemeinde kennt Fasser gut. Sein Wohnhaus ist nur wenige Meter vom Gemeindeamt entfernt. Hier, nahe des Dorfzentrums, hat Fasser seinen neuen Arbeitsbereich. Doch wie hat der neue Gemeindechef die letzten 2 Wochen erlebt? Ich kann vor allem sagen, dass es wirklich sehr viel Spaß macht. Es ist ein herausfordernder Beruf, das habe ich auch vorher gewusst. Man muss natürlich schon wissen, auf was man sich einlässt, wenn man das Bürgermeisteramt auch in der Gemeinde übernimmt. Aber es macht wirklich Spaß. Es ist ein ganz ein vielfältiger Beruf. Es hat oft so, der Blick von außen ist oft sogar eher negativ behaftet. Also manche sagen auch, was tust du da auch, so auf gut Vorarlbergerisch. Aber es ist ein toller Beruf, es ist ein schöner Beruf. Man hat viel mit Menschen zu tun und man wächst in ganz verschiedene Themen mit rein und das ist eine richtig tolle Herausforderung. Mit 37 Jahren zählt Fasser zu den jüngsten Bürgermeistern in Vorarlberg. Ein Problem? Das ist sicher eines der ersten Geschichten, wo man oft hört, oh, das ist jetzt dann an Bord ein junger Bürgermeister. Aber das Gefühl, das ich habe, dass es gut ankommt, das ist oft so ein bisschen das Thema, ja, kommt auch mal ein frischer Wind in das Ganze. Das kann ich jetzt so noch nicht beurteilen, ob das dann auch der Fall ist nach 2 Wochen, aber ich tue natürlich mein Bestes. Ich habe so das Gefühl, dass es sehr positiv angenommen wird. Eines kann man Fasser nicht absprechen, seinen Tatendrang. Nach der Einlern- und Gewöhnungsphase möchte der neue Bürgermeister die Gemeinde weiterentwickeln und nach vorne bringen. Genauso Themen einmal zu schauen, was sind denn Sachen, wo es hingehen sollte, wo möchten wir uns positionieren, wo stehen wir denn überhaupt. Wir haben uns jetzt eigentlich einige Themen überlegt, die für uns jetzt in nächster Zeit wichtig sind und auch mir persönlich am Herzen liegen. Das ist zum einen ein bisschen das Thema Kommunikation, das heißt, wie bekomme ich das, was wir in der Gemeinde machen und entscheiden, auch wirklich raus zu den Lingenauerinnen und Lingenauern, dass man auch weiß, um was es geht und wie bekomme ich auch Informationen wieder besser zurück. Das ist ein großes Thema. Ein Thema wird jetzt die nächste Zeit sicher auch die Verkehrssituation im Dorfzentrum sein. Das ist schon länger ein Thema. Das möchten wir jetzt versuchen, nochmal ein bisschen aufs Tableau zu bringen. Also es steht einiges an und da versuchen wir jetzt einfach die nächsten Schritte zu machen. Es wird heute und morgen keine Endlösung geben, aber wir möchten die nächsten Schritte tun, um jetzt zumindest ein bisschen besser zu machen. Das ist eine tolle und eine sehr, sehr gute Verbindung, die wir haben im Vorderwald. Und das macht auch richtig Spaß, da vielleicht auch gemeinsam Sachen zu entwickeln. Frischer Wind also für Lingenau im Bregenzer Wald. Ein junger Bürgermeister mit Ideen und Visionen und eine Gemeinde mit sehr viel Potenzial. Philipp Fasser blickt jedenfalls positiv in eine erfolgreiche Zukunft. Ja, und wir bleiben im Bregenzer Wald, genauer gesagt in Riefensberg. Da wohnt Alena und die hat für uns den Tipp der Woche parat. Und ich kann es vorwegnehmen, es geht um Spülmaschinentabs. Wir machen heute selbstgemachte Geschirrspültabs. Das geht richtig schnell und einfach und man braucht auch gar nicht viel dafür. Meistens hat man das sowieso zu Hause. Man braucht Natron, Soda, Zitronensäure, Wasser und Essig. Das wird einfach alles zusammen in einer Schüssel vermischt, abgefüllt und dann härtet das ganz schnell aus und dann kann man schon verwenden. Die Geschirrspültabs sind haltbar und selbst konservieren, da muss man gar nichts machen. Ich habe es jetzt einfach so in ein Glas gefüllt mit Deckel drauf und da passiert dann gar nichts mehr. Für die selbstgemachten Geschirrspültabs werden wir jetzt einfach die ganzen Zutaten abwiegen und dann können wir sie einfach nur noch zusammenmischen und abfüllen und das machen wir jetzt mal. Dann brauchen wir eine Waage und eine Schüssel.
Und die Zitronensäure reagiert jetzt schon mit dem Wasser zusammen und mit dem Essig anfangen aufzuschäumen. Auch das ist normal, das legt sich dann einfach wieder. Bin auch gerade dran an flüssigen Geschirrspülmittel. Wasser dazu. Und einmal den Essig dazu. Dass es schäumt, ist kein Problem. Einfach umrühren und warten, bis sich der Schaum legt und dann kann man es abfüllen. Dauert jetzt einfach ein bisschen. So, tätsch den Schaum noch ein bisschen. Mhm. Ganz geht er nicht weg, aber er legt sich. Ich mache die durchknallte. Und so sehen sie dann getrocknet aus, die Geschirrspültabs. Wenn die jetzt zu groß sind, wie jetzt hier, einfach zerbrechen oder zurechtschneiden und ganz normal damit die Maschine befüllen. Und die Geschirrspültabs funktionieren auch richtig gut. Okay. Man braucht aber trotzdem, dass man regelmäßig entkalkt und dass man vielleicht auch ein Spülmaschinensalz mal verwendet. Aber es funktioniert richtig gut. Das Natron und die Zitronensäure, die lösen das Fett sehr gut. Schmutz wird entfernt, es wird auch entkalkt. Genau. Oder nicht? Wenn man möchte, könnte man zum Beispiel noch ein Zitronenöl dazugeben. Ich lasse es jetzt eigentlich immer ohne Geruch, was übrigens auch super funktioniert, weil es normal eine halbe Zitrone hat, eine ausgepresste, die Zitronenschale einfach in den Geschirrspüler reinpacken, mitwaschen, dann hat man auch so einen schönen Zitronenduft. Man kann es entweder schon mal in kleine Förmchen füllen, dass das richtig passend ist für einen Geschirrspüler, oder ich habe es jetzt einfach, habe damals größere Formen benutzt und dann kann man es einfach zurechtschneiden. Ja, das war's mit der Tag hier auf Ländle TV. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wie immer schauen wir jetzt noch auf das Kachelmann-Wetter. Ich verabschiede mich aus dem Bregenzer Wald, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis bald. Der Mittwoch startet mit Sonne und hohen Wolkenfeldern. Tagsüber erwartet uns überall ein für Oktober sehr milder Tag, samt Sonne und hohen Wolken. Zum Abend hin kommt im Mund davon und auf den Bergen Föhn auf. Die Temperaturen steigen nachmittags auf 16 Grad in Schopanau und bis auf 20 Grad in Bludenz. Es bleibt trocken. In der Nacht zum Donnerstag ist besonders im Oberland und im Mund davon mit teils stürmischem Föhn samt Böen zwischen 50 und 80 km/h zu rechnen. Hier bleibt es sehr mild bei rund 17 Grad. Rund um den Bodensee und im unteren Rheintal greift der Föhn nicht wirklich durch und hier kühlt es auf 9 Grad ab. Der Donnerstag bringt in der Früh dann fast überall starken Föhn mit Böen zwischen 40 und 70 km/h und die Temperaturen steigen dabei mehrmals auf 15 bis 17 Grad an. Vormittags erreicht uns von der Schweiz her eine Kaltfront mit Sturmböen zwischen 75 und 85 km/h aus Westen. Starker Regen und die Schneefallgrenze sinkt rasch auf 1700 bis 1500 Meter. Nachmittags lockert es hinter der Front wieder auf und die Sonne setzt sich durch bei rund 14 Grad im Rheintal. Der Freitag startet zunächst mit dichter Bewölkung, Schauern und Schnee bis 1200 Meter. Nachmittags Wetterbesserung mit Sonne und Wolken, Temperaturen bis zu 10 Grad. Am Samstag Hochdruckeinfluss, viel Sonne und Temperaturen bis zu 12 Grad.